Herzlich willkommen zurück, Leute. Mario Odyssey. Ich hatte eine kleine Pause. Also, ne, ist ein anderer Tag jetzt. Und wir haben eine neue Hauptmission. Und dadurch hat sich die Welt natürlich auch wieder ein klein bisschen geändert, denke ich. Zumindest weiß ich gerade. Er wirft mit Feuer der Bobo. Das heißt, er hat hier keine Hammer mehr. Die Welt hat sich ein klein bisschen geändert. Das ist ja praktisch. Dann machen wir mal eben Feuer. Und erwarten einen Mond. Ja, wenn ich ja mal ausgegangen, ja. Wenn ich schon so krass Feuer mache. Ein Mond für dich. Here we go. So, und wir müssen auf den Berg. Ja. Wir können zwar schon weitergehen. Also machen wir natürlich nicht. Warum? Weil wir noch eine Hauptquest haben. Und Hauptquests sind immer wichtig. Nee, das ist schon wichtig da. Oh. Ich brauche dich. Eine Flammenkanone. Da, oh Gott, da müssen wir auch hin. Ja, rein in den Turm. Und Action. Action. Aussteigen. Ich hab die Moves. Das war gut. Höher drüben ist unser einziger Zugang zur Spitze. Ja, dann gehe ich aber erstmal in die zweite Welt. Yes. Okay, da kommt Feuer, da kommt ein Hammer, da kommt noch mehr Hämmer. Es hört nicht auf mit Hämmern. Da habe ich mir aber eben auf den Kopf gestiegen. So, und jetzt wird da oben noch die Dinger gecached. Und dann hauen wir ab. So, let's go. Kann ich doch so rüber, oder? Nee, ich will aber die... Ich brauche euch. Ja, weiter rollen. This is me rolling. Okay. Was geht ab? Ja, ein Lavaberg. Gib mir mal bitte Feuer. Okay, Feuer. Ganz easy eigentlich. Ja, ein bisschen hüpfen können wir auch. Die brauchen wir alle. Deswegen müssen wir nochmal auf die andere Seite. Lass mich in Ruhe. Oh. Okay. Ja, war jetzt keine Herausforderung, würde ich sagen. Und die nächste Aufgabe. Wir sind in einem Pit. Und hüpfen natürlich auch da weiter. Und jetzt müssen wir die Flamme da reinbringen. Und kriegen schon den nächsten Mond. Es ist ja... Es ist ja... krass. So, dahinter ist eine Tür. Den Magmafall hinauf. Ja, kann man so sagen, ne? Das, was der Magmafall war. Und... Okay. Ich habe mir schon überlegt, was für einen coolen Jump ich mache, um darüber zu kommen. Chef Gok Konfrontation. Oben ist also nochmal der Big Battle. Ja, war mal klar. Okay, wir sind auf dem Weg. Mach mal auf. Okay. Ich wollte mich nur drehen. Ich wollte nur einen coolen Move machen. Mehr nicht eigentlich, ja. So, gibt's hier Feuer? Okay, ist ja an sich auch ziemlich einfach. Schick mal rüber den Feuerball. Naja, nichts, mein Freund. Du musst schon spucken. Yes. Und er flieht. Mach schon wieder einen Mond. Ne, das ist ja nicht zu glauben. Entzünde die fernen Laternen. Vielen Dank. Oh, ich kann dich nicht wegkicken. Was ist das hier für ein Rocky Mountain? Hey, da hinten ist eine Schatzkiste. Okay, 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 jetzt wird's hot in hier. Okay, okay, easy, easy, easy. Ein bisschen umdrehen. Ja, die schießen so langsam. Sorry, ne? Aber das wird ja gar nichts. Was ist da los? Ist die Infinity Coin Case gewesen? Oh, oh. Doch, ich dachte, ich bin noch unverwundbar. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich da noch in dem Dingens war. Dachte, ich kann auch einmal Lava Bounce spielen. Aber es war nicht erlaubt. So, die Schatzkiste ist natürlich offen. Das war scheiße. Okay. Keine geheimen Sprünge, ja? Ganz normale Basic Jumps.
Das Einzige, was man machen kann, ist, hier kann man was riskieren. Ja. Was ist das da hinten? Oh, nein. Ich brauche das. Okay, okay, okay. Ja. Da ganz hinten ist auch noch was. Da brauche ich vielleicht von oben runter oder so. Gib auf, die Plattform da oben. Gib auf dich acht. Die Plattform da oben überschlagen sich gerne mal. Ist ja kein Problem. Ja. Wir haben ja so eine gabelige Action. Aber warum sollte ich das tun? Ja. Schnibbelim. Oh, hoch und kick it. Ja, wie gefällt dir das? Das ist doch eine Falle. Oh, die überschlagen sich nicht nur. Die faken auch. Danach ist böse. Giant Paprika. Nehme ich einmal diesen Weg erstmal. Um ein bisschen abzucoinen. Was ist jetzt besser? Ich sehe hier leider gar nicht. War das jetzt gut? Shit. Ich weiß, also ich bin jetzt gleich ganz oben, denke ich. Aber das war ja schon hart tricky, was ich hier gemacht habe, oder? Also, ich glaube, ich habe was dadurch vergessen. Ich weiß auch nicht wirklich, wo ich hin soll. Ich nehme einfach die Brücke. Okay, danke, Mairo. Kanonen. Entschuldigung. Ich kann sie ja nicht steuern. Lass mich mal hoch in die Lüfte schießen und wir tauchen ein in die Suppe. Jetzt hast du einen Feuerball in deiner Suppe. Na, wir kämpfen auch als Feuerball, Junge. Eigentlich wollte ich ihn wirklich rammen. Okay, ich brauche einen Move. Du versaust deine... Da komme ich hoch! Den weiche ich dann aber aus. Okay, okay. Rein in die Suppe. Hier ein bisschen Action machen. Genau das habe ich gesucht. Okay, nicht von dem gesunden Kram treffen lassen hier. Von dem frischen. Hier ein bisschen. Wow. Jetzt hast du gleich deine Runde gedreht. Lavastrom. Auf die Nuss. Geile Bosskämpfe wieder. Bounce. Bounce, bounce, bounce. Wir sammeln ein paar Coins. Also ich mach die Suppe leer. Keine Suppe für dich. Aua, für mich. Okay, jetzt wird's hart. Dankeschön. Oh, es ist super glibbel. Ich komm ran! Yes! Absturz, mein Freund! Multimonde. Jeder mag Multimonde. Chef Gok Confrontation. Jetzt war aber die Map umgebaut, oder? Es war ein anderer Abschnitt der Map. Ich hoffe, man kann immer noch alle Monde sammeln. Das war nice, oder? Packen wir mal die Monde rein.
Das Segel ist bald voll, ne? Wenn sich der Ballon nicht, also wenn der Ballon nicht größer wird, ist das ein Segel, was noch fehlt. Oh, das ist aber ein Reimekin. Die Odyssey ist nun leistungsfähiger. Oh, da, wen haben wir denn da? Noch nicht, aber jetzt können wir in Bauseland. Einen Moment mal, der Kerl hat auch noch ein eigenes Land. Ja, ins Bauseland. Jetzt holen wir ihn. Das war's für dich, Bausel. Aber wir stürzen doch bestimmt noch mal ab, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da so schnell hinkommen. Da er sich die Mühe gemacht hat, den Schlemmereintopf mitgehen zu lassen, hat er wohl einige Gäste zu köstigen. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, lass uns noch was nachlesen. Der Dreiersprung. Wenn du rennst und richtig hoch springen möchtest, spring dreimal hintereinander im guten Timing. Dein Rittersprung ist ja drei. In diesem Dreiersprung trägt dich extra hoch hinaus. Also spring im Rhythmus. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. So, zurück zu unserer Recherche. Als nächstes hätten wir... Was? Im Bowser? Der Bowser in Bowserland ist der Bowser? Ich habe plötzlich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Und Absturz. Wackelt alles? Ich hab's mir gedacht. Oh, okay. Wir müssen gar nicht ins... What the fuck? Hallo? Ist das der Drache aus Game of Thrones? Oder ist das Spyro? Ich weiß auch nicht, was aus dem geworden ist. Holy shit. Holy shit, ist das ein Riesendrache. Mal sehen, wie dir das hier schmeckt. Slamp my line. I'm firing my lasers. Wir stürzen ab. Zum zweiten Mal schon. Das ist ein echt großer Drache. Das ist der Topf, die Torte, der Ring. Er hat alles parat. Er hat alles parat. Das ist Bowser. Was macht er nur für einen Quatsch? Holy crap. Das Ruinland in Schuttlingen. Klingt wie ein Dorf in Deutschland. Ich habe geahnt, die Odyssee ist schon wieder beschädigt. Ja, natürlich. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Bei Anubis? Wir sollten Powermonde sammeln. Und siehst du, habe ich da unten was gesehen? Ich habe hier unten was gesehen. In der antiken Schatztruhe. Und hier gibt es auch richtig Asche. Boah, hier machen wir Zunder. No! Tschüss. Ja, wir sind in Schuttlingen. Nein, ich hatte über 1000 Coins. Hier ist noch einer. Oder Coins. Eine Coin, awesome. Es gibt drei Monde. Beziehungsweise wir brauchen drei Monde. Deine Schuttlingen ja nicht besonders groß, nehme ich an. Alle Fackeln aus. Okay. Bam. Das sieht aus wie ein Bosskampf. Große Plattform. Oh, du wohnst also in Schuttlingen. Alter. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das Ding ist ja riesig. Muss ich dem dreimal auf den Kopf springen? What the fuck? Oh nein, das ist erst. Jetzt, wo er schläft. Zieh ihm die Nasenringe raus, Myro. Ist ja wohl klar. Ja, okay, also eine Dodge Parade. Ich brauche ein Herz. Jetzt muss ich nur auf den richtigen zu kriegen. Okay. Wahrscheinlich sind Herzen in allen drin.
Oh nein, ey, das ist immer echt gemein. Ja, okay. Wenn er schon sagt, wir schaffen das, dann sieht das gerade ein bisschen zu einfach aus. Mehr Nasenringels. Okay. Er dreht nochmal ab. Alter! Das war meine letzte Heilung. Und er macht jetzt schon die Schocker der Woche. Ich werde die Nasenringe nicht in einem Turn schaffen, oder? Ich bin ein Nasenring-Meister! Ja, wenn es um Sonnendrachen geht, ist ja ein Witz. Oh, Multimond. Ja, okay. Bosskampf, drei Monde. Ich habe einen extra gesammelt. Yes! Kampf gegen den Herrn der Blitze. Der Herr der Blitze. Okay, das war gut. Wir können wieder reparieren. So, denn es gibt noch einen Boss. Reparieren. Also nimmt die Power auf. Ja. Ja. Lackieren fehlt noch. Die Odyssey ist repariert. Oh, und hebt ab. Jetzt aber auf zu Bowser. Das wäre eine ziemlich unheimliche Unterbrechung. Aber hey, immerhin haben wir das Schiff repariert. Es war auch Heide. Der seitliche Salto. Dreh dich schnell in die entgegengesetzte Richtung und springe, um einen seitlichen Salto zu verführen. So nutzt du dein Renntempo, um seitwärts hoch in die Luft zu springen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Also, vorn zieht Bowserland. Architektur und Bowserfestung, der hat eine eigene Festung. Wir müssen Tiara und Peach unbedingt helfen. Jetzt geht's ins Bowserland. Wow, Alter, japanisch. Bowser ist voll der King. Bowserland. Schleich dich in die Bowser-Festung. Das sieht mega awesome aus. Es ist echt nice. Ist das der echte Endshit? Ist das hier der Big Boss? Ich will da reingeschlichen. Bin drin. Nice! Ey, das ist so cool. Steht hier um die Ecke eure Prinzessin? 10 Goombas. Gib mal her. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den einen, den ich gekillt habe, der ist noch nicht gespawnt. Wenn ich alle vernichte, ich vernichte euch alle. Leben Sie wohl. Ich gehe jetzt nochmal raus und dann will ich euch alle nochmal wiedersehen. Und wieder hin. Da sind einer. Okay, die haben cool, also die brauchen Zeit. Okay. Ja, nice. Dann tue ich hier ein bisschen rum. Gibt ja echt überall was zu entdecken. Autsch. Sind das alle wieder? Wahrscheinlich.
paar sind so halb verbuggt. Oh Gott, ich habe Buggy Goombas erschaffen. Das sind die gefährlichsten von allen. Die Nebel Goombas nennt man sie. So. Komm her. Yes. Goombaturm über die Mauer. Next stage. Außenhof Vorderseite. Oh, ja, pick-a-boom. Ah. Der pickt sich also da rein. Komm her. Dann ist hier aber auch... Oh. Dann ist hier aber auch noch was. Da unten ist der Mond. Jedes Stage... Es sind einzelne Stages. Wie awesome. Kleine Mini-Rätsel. Finde ich super cool. Und da unten ist ein neuer Pick-a-Boom. Falls man ohne hier hochgekommen sein sollte. Yeah. Super, super cool. Dankeschön, Bro. Next Step. Außenhof Rückseite. Das bringt ja eh nicht. Yes! Notenjagd zwischen Stachis. Auch kein Problem. Ein schöner Longjump hier. Auf die Nuss. Ich bin da, Bowser. Schleich dich in Bowsers Festung. Piratenparty Mario kommt, um dich zu holen. Oh, Leute. Cleverer Bombeneinsatz. Yes, nächste Stage. Sowas mag ich. Ich finde das so nice. Diese Mini-Challenges finde ich viel geiler gerade, als so die einzelnen Sterne immer so zu finden. Dann lieber so ein klein, diese ganz kleinen Rätseleinlagen. That's the real shit. Wieder ein paar Coins gefunden. Hier sind doch Münzen, oder? Hier unten sind nur Coins, ehrlich? Boom. Guck mal, warum ist das hier... Warum ist das anders farblich gewesen, ey? Mit dem Schnabel in die Gipswand. Jetzt... Oh, jetzt kommen die Trick-Jumps.
Entschuldigung. Abschuss. Der Mittelhof. Coins hat Bowser versteckt. Aber wir sind noch am Start. Cleverer Bombeneinsatz, oder was? Ein Mond. Die kann man nicht pieken. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ja, klar. Nope. Dann gehen wir mal hier lang. Jetzt riskier's. Ja, okay. Da ist der letzte Mond. Ich muss erst den Mond holen. Hopp. Damit ich mich wieder heilen kann. Cleverer Bombeneinsatz, ebenfalls gemeistert. Jetzt wird's ernst, glaube ich, Bowser. Oder hast du drei Stufen? Konfrontation mit den Brutals, okay? Erst nochmal Mini-Boss-Action, wahrscheinlich so eine Arena, wo wir alle nacheinander plätten. Und dann holen wir uns den Chef. Aha. Oh! Lucky! Arigato! Okay, Leute. Und was mit den Brutals auf sich hat und wie wir die fertig machen werden, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Bis dahin, macht's gut. Ciao.